Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einem spannenden Experiment. Heute dreht sich alles um das Thema Sous-Vide. Wir sagen ja immer als Faustregel, pro Zentimeter Steakdicke braucht es Pi mal Daumen eine Stunde im Sous-Vide-Becken. Doch was passiert eigentlich, wenn ich mein Steak vergesse und es zum Beispiel 24 Stunden liegen lasse? Das ist uns tatsächlich passiert. Was für ein Zufall. Nein, natürlich haben wir es absichtlich 24 Stunden liegen lassen und den Kandidaten hole ich jetzt mal raus. Und legen schon mal hin. Ich möchte euch aber ganz kurz noch mal was zum Thema Sous-Vide an sich sagen. Das hier hinten ist ein Sous-Vide-Becken da drin oder ein Wasserbad, wie auch immer. Da drin ist ein Sous-Vide-Stick, das ist ein Thermostat. Und dieses Thermostat sorgt dafür, dass mein Wasser eine bestimmte Temperatur hat. In unserem Fall 53 Grad. Die Steaks werden dann in so einem Vakuum... Oh, hier ist so ein Kügelchen. In so einem Vakuumbeutel eingeschweißt und da drin versenkt. Und liegen dann entsprechend 2, beziehungsweise in dem Fall, ich habe es doch mal raufgeschrieben, 24 Stunden bei diesen 53 Grad und garen dadurch vor. Sie können aber auch nicht weiter vorgaren, sie können also nicht übergaren, sie bleiben bei 53 Grad. Und wie schon erwähnt, als Faustregel sagen wir, pro Zentimeter Steakdicke brauchen wir eine Stunde in dem Becken. Das hier ist der Kandidat 24 Stunden und hier ist der Kandidat 2 Stunden. Diese Kügelchen übrigens. Die fliegen dann überall rum. Das sind keine Sexspielzeuge. Das sind so eine Kügelchen, die einfach hier oben drauf schwimmen, damit die Wärme, die im Wasser ist, nicht so nach oben weg kann. Die sind quasi ein Deckel. Wir haben jetzt hier nämlich keinen passenden Deckel zurechtgeschnitten. Aber da könnte man auch machen. Aber da habe ich schon die coolsten Sachen gesehen, die Menschen sich selber bauen. Ne? Ich auch. Also so richtig mit Thermoboxen und da könnt ihr uns ja gerne mal eine Information geben. Wenn ihr eine richtig coole Sache habt für ein Sous-Vide-Becken, schreibt uns das einfach mal. Stimmt, in einer Thermobox ist eine gute Idee, das ne? Das wäre richtig in geil. In so einer Styroporbox. Julian, du musst mal nach hier unten gehen. Wir sind ja handwerklich immer unbegabt. Du musst mal nach hier unten gehen, weil man sieht hier schon den ersten Unterschied zwischen 2 Stunden und 24 Stunden. Sehr deutlich, wie ich finde. Guck mal, das 24 Stunden einvakuumierte Steak hat einen sehr grünlichen Touch bekommen, würde ich sagen. Das 2 Stunden einvakuumierte Steak sieht noch sehr, sehr gut aus. Also dieses hier, 24 Stunden, würde ich sagen, 24 Stunden Sous-Vide-Becken sieht nicht mehr so appetitlich aus. Ich habe jetzt nicht unbedingt den größten Bock da reinzubeißen, aber das ist ja auch noch nicht fertig. So, ich schneide sie gerade mal an und hole sie mal aus ihrem Beutel raus. Was sind das eigentlich für Steaks? Das sind Rumpsteaks, das heißt, das ist Roast Beef vom bayerischen Fleckvieh. Ganz tolles Fleisch, sehr schön fett durchzogen und geschmacklich sehr, sehr intensiv. Gibt es hier bei unserem Fleischer. Ich rieche mal dran. Oh ja. Boah. Puh. Also geruchstechnisch würde ich sagen, ist das auch eher eine 2 von 10. Das muss man ja mal sagen. Das riecht nicht mehr so geil. Die Frage ist auch, die ich mir übrigens stelle und die wir hier ergründen werden. Was passiert eigentlich in dem Wasserbad? Weil wir haben 54 Grad. 54 Grad ist eine Temperatur, wo ich tendenziell sagen würde, auch Keime, Bakterien haben gute Chancen, da ein bisschen sich fortzubilden, weiterzuentwickeln. Was wollte ich sagen? Zu wachsen. Zu vermehren. Was sie natürlich bei 2 Stunden nicht ansatzweise so stark haben. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, das riecht auf jeden Fall schon mal ganz anders als dieses 24-Stunden-Steak. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was unser Ergebnis am Ende sagt. Übrigens, der Test hat natürlich einen Hintergrund. Der Test hat natürlich nicht nur den Hintergrund, wir gehen jetzt davon aus, wir vergessen den Steak. Das passiert in aller Regel nicht. Aber die Frage, die wir aufklären wollen, ist natürlich, wird das Steak besonders zart dadurch? Also lohnt es sich vielleicht sogar, so ein Steak deutlich länger als nötig in dem Becken zu haben? Oder aber wird es zum Beispiel so wie das hier, jetzt kannst du es nochmal gut filmen, guck mal, wird es so grün? Sind das schon Bakterien? Keine Ahnung. Ist das überhaupt noch genießbar? Wird es besonders zart? Wird es eher matschig vom Kaugefühl? Keine Ahnung, wir wissen es überhaupt nicht, weil wir es noch nie gemacht haben. Und das wollen wir eben jetzt einfach mal testen. Und damit wir dann einen guten und fairen Vergleich haben, haben wir natürlich auch noch ein drittes Steak. Und das dritte Steak liegt bereits hier auf dem Grill. Das wird rückwärts gegrillt. Rückwärts grillen, für alle, die es noch nicht wissen, bedeutet, ich habe hier links und hier rechts meine Brenner an. In der Mitte, da wo das Steak liegt, habe ich einen indirekten Bereich eingeregelt oder eingerichtet, sodass, wenn ich den Deckel schließe, ich eine Umluft habe und mein Steak erstmal vorgart. Das heißt, es bekommt erstmal eine gewisse Temperatur, ähnlich wie beim Sous-Vide-Garen. Wir wollen 53 Grad im Kern, dass wir eine gleiche Ausgangsbasis haben.
Und danach brate ich es scharf an. Ich heize hier gerade schon so einen 800 Grad Hochtemperaturbrenner ein, die Sizzle Zone. Da werden dann Röstaromen raufgegeben und dann werde ich die Steaks essen. Was haben wir für eine indirekte Temperatur im Grill? Ungefähr 160 Grad, das macht schon Sinn. Also man kann auch auf 180 Grad gehen. Beim Steak sagen wir immer, es darf ruhig langsam auf Temperatur kommen, also eher 150 als 180 Grad, damit es wirklich so langsam aber sicher irgendwo seine Kerntemperatur erreicht und dadurch besonders saftig bleibt. Denn, ganz wichtig, je mehr Hitze ich auf mein Steak bringe, desto mehr zieht sich Bindegewebe zusammen. Und wenn sich das zusammenzieht, habe ich so einen Schwammeffekt. Jetzt muss ich mal gucken. Vorhin hatte ich hier ein Tuch noch. Und wenn ich dieses Tuch mit Saft voll mache und jetzt drücke, dann kommt da Saft raus. Wenn ich aber nicht so doll drücke, kommt da weniger oder kein Saft mehr raus. Und genau das passiert beim Steak. Je mehr Hitze, desto stärker zieht sich das Gewebe zusammen. Ich stresse das Steak und es verliert Saft. Wenn ich es also langsam gare, bleibt mehr Saft im Fleisch. Sehr ansonsten gut. Möchte ich an der Stelle noch darauf hinweisen, wer uns noch nicht abonniert hat, kann uns gerne jetzt abonnieren. Die Glocke aktivieren, dann verpasst er auch kein Video mehr. Kein Video mehr so. Und wer noch richtig geil drauf ist, der kann uns jetzt einen Daumen nach oben geben. Wer und, Bock auf Steak hat, kann man sagen. Ja. Oder? Ich habe sich auf diese Steaks freuen. Ich habe noch eine Frage, die ist wichtig. Mhm. Du hast vorhin was zum Sous-Vide-Garn gesagt, mit Thermostat. Ne? Ja. Das heißt ja unter Vakuum im Prinzip. Ja. Woher kommt Sous-Vide das? Heißt unter Vakuum. Kommt genau, das erklär nochmal bitte, weil nicht, dass jemand sich fragt, du hast vorhin ein Thermostat und so ein Ding da, aber wie könnte man das jetzt zu Hause lösen? Braucht man so ein Teil? Naja, zu Hause könnte man, immer Fragen zu also Sous-Vide per se heißt erstmal unter Vakuum. Ja. Das heißt, mein Fleisch ist eingeschweißt unter Vakuum. Ich kann auch einen Topf nehmen und einen Backofen stellen, Deckel drauf machen, den Backofen auf 50 Grad einstellen. Dann hat irgendwann das Wasser in dem Topf auch 50 Grad. Ich brauche also nicht unbedingt so ein Thermostat. Ich kann das auch auf den Grill stellen, so einen Topf, das Wasser erhitzen, die Temperatur messen und dann mein Steak da irgendwie bei 50, 54 Grad halten, die Wassertemperatur und mein Steak sous-vide garen. Der Stick hat den Vorteil, ich habe Ruhe. Ich mache den Eimer an, stelle den ein und die Sache ist für mich erledigt. Ich kann dann wirklich abwarten, Tee trinken und nach 2 Stunden oder auch 24 Stunden mein Steak grillen. Und genau das würde ich sagen, machen wir jetzt auch. Jawohl. Nach ein paar heißen Bildern haben wir jetzt das Ergebnis hier vor uns liegen. Hier sind nochmal alle Kandidaten einmal aufgeschlüsselt. Und ich würde sagen, wir gehen einmal drauf ein. Was? Aufgeschlüsselt? Aufgeschlüsselt? Aufgeschlüsselt. Ach, ich habe aufgeschlüsselt verstanden. Wobei auch aufgeschlüsselt, muss ich zugeben, ist ein Scheißbegriff. Aufgeschlüsselt. Ich beurteile einmal nach Optik, nach Nase und nach Geschmack. Nach Nase finde ich gut, da fange ich direkt an. Also ihr müsst wissen, Hannes hält seinen Riechkolben wirklich überall rein. Das heißt, er kann es am besten beurteilen von uns beiden. Okay. Das ist so. Also, die beiden riechen... Nee, mach du auch mal. Riech mal. Und? Also, die beiden riechen... Nee, mach du mal. Sag mal, was würdest du was sagen? Hast du einen Unterschied erkannt? Nein. Okay, für mich riechen die beiden stark nach Röstaromen und hier rieche ich noch einen anderen Geruch. Ich kann ihn nicht beschreiben. Säuerlich vielleicht. Einen säuerlichen Geruch. Den habe ich auch beim Auspacken gerochen. Vielleicht liegt er mir aber auch noch in der Nase. Ja. Keine Ahnung. Ich muss sagen, optisch gefällt mir die Version leider nicht. Das Grüne geht gar nicht. Das ist wirklich, sieht unappetitlich aus. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir probieren die zuerst. Hm. Weil, ich sag mal so, das hier ist das, was wir gar nicht kennen. 2 Stunden Sous-Vide funktioniert in der Regel hervorragend. Und rückwärts gegrillt funktioniert auch hervorragend. Das heißt, kennen das ist auch, unsere absolute ja. Kernreferenz. Ja. Ich habe aber noch einen Hinweis an unsere Zuschauer. Wenn sich ein Biologe unter unseren Zuschauern befindet oder ein Mediziner, der sich damit auskennt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was da so mit Bakterien sich... Vielleicht hat auch irgendein anderer Zuschauer eine Ahnung oder schreibt jetzt rein, oh Gott, ihr sterbt, wenn ihr jetzt esst. Ja. Komm, wir probieren mal. Ich will auch, Konsistenz ist ja auch ein wichtiges Kriterium, ne? Ja, das sieht hier schon so... warte mal, stopp. Willst du Salz haben, Julian? Ganz bisschen. Okay. Hier mache ich auch bisschen schon mal. Bisschen skeptisch bin ich. Also ich. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an im Vergleich auch zu den anderen, ja. Na.
Mhm. Oh ja. Also geschmacklich, schmeckst du die säuerliche, was ich gerochen habe? Mhm. Also sagst du, das ist... Sorry. Mhm. Das geht leider nicht. Nee, das ist, glaube ich, nichts zum Runterschlucken. Ich glaube, das ist für unsere Gesundheit nicht so gut. Also, um es kurz zu machen... 24 Stunden raus. Geht nicht. Komm, wir probieren mal den anderen Vogel hier. Das Steak sieht richtig gut aus. Das ist hart. Ja, da ganz komisch. Mhm. Das fühlt sich an wie Steak und das schmeckt wie Steak. Mhm. Total krass. Das ist richtig buttrig. Mhm. Also, ne? Hier ist das gar nicht mehr vorhanden. Das ist so matschig irgendwie, ne? Boah. Von der Textur war das matschig. Boah. Mhm. Und nochmal Referenzobjekt. Ich würde auch nicht sagen, dass es zarter war. Es war eher dieses matschig und geschmacklich säuerlich. Das war unangenehm. Ja. Alter. Ja, gut, das ist... Also die beiden würde ich gleichsetzen. Die sind beide klasse. Ja. Man kann jetzt beim Sous-Vide noch ein bisschen auf hohem Niveau was erzählen. Und zwar, dass der Bratenrand hier im Sous-Vide-Bereich, sage ich mal, nahezu unsichtbar ist. Ja. Das geht beim Rückwärtsgang aber auch, wenn man aufpasst. Und dann fällt der Braten ein Mühe stärker. Aber auch nur 1-2 Millimeter vielleicht. Also. Ja, man auf ganz hohem Niveau. Ja. Von daher kann man festhalten, Sous-Vide 24 Stunden, bitte lasst es sein. Halt euch an die Aussage... Pro Zentimeter Fleischsticker ungefähr eine Stunde. Genau. Dann kommt er, glaube ich, ganz gut hin. Hat ja hier auch super geklappt. Ja. Wenn es Experimente gibt, wo ihr selber sagt, die würden wir gerne machen, trauen uns aber nicht, dann schreibt zu uns, wir probieren es auf jeden Fall mal aus. Wenn es nichts Lebensgefährliches ist, dann probieren wir es aus. Naja, ich weiß nicht, ob das vielleicht unser Leben hier gefährdet, wenn wir es gegessen hätten. Aber wir versuchen hier alles, wir wollen alles auf den Prüfstand stellen und machen das für euch. In diesem Sinne, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren oder schaut mal vorbei. Beim Podcast zum Beispiel, ne? Nice to meet you Podcast, Spotify, iTunes. Oder es gibt was ganz Neues, blenden wir hier unten einfach nur ein, sagen mal gar nichts, mal gucken, ob ihr es kennt und mal schauen, was dann passiert. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Weißt du, was ich jetzt brauche? Ein Eistee. Jetzt brauche ich ein Eistee. Irgendwas mit Geschmack. Das wieder hier war, aber... Für Fortgeschrittene. So, Jungs und Mädels, essen.